Ich habe die günstigste Planierraupe Deutschlands gekauft. Die Planierraupe stand über 15 Jahre verlassen im Wald. Der Betriebsstundenzähler zeigt leider nichts mehr an. Letzter Ölwechsel 1985. Und ob die Raupe überhaupt noch läuft, das seht ihr jetzt. Fragt euch sicherlich, was hat denn die günstigste Planierraupe Deutschlands überhaupt gekostet? Okay, ich werde es euch zeigen. Und zwar habe ich die Raupe bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Ich gebe mal in die Suche Planierraupe ein und dann schauen wir mal, was passiert. So, erstmal ändere ich mal die Sortierung hier auf günstigste zuerst. Aber hier sind leider nur welche gelistet mit Preisverhandlungsbasis. Aber hier oben sieht man schon mal, wo die Reise hingehen wird, denn hier steht eine Raupe für 3.300 Euro drin. Aber das ist mir noch viel zu teuer. Ich gebe jetzt mal als Mindestpreis 1.500 Euro an, darunter ist nur Schrott. So, und jetzt sieht man, die günstigste Planierraupe im Moment ist diese hier für 2.700 Euro. Ich klicke mal an und gucken wir mal, was das für eine ist. Und das scheint eine kleine, günstige Planierraupe aus DDR-Zeiten zu sein. Gut, okay, schauen wir mal, was es noch so für Angebote gibt. Hier ist noch eine Liebherr für 5.000 Euro. Und jetzt hier, wenn man mal ganz runter scrollt, ganz am Ende, sind sogar welche drin für über 100.000 Euro. Ja, und das war's, ne? Wie man sieht, das Angebot an Planierraupen in Deutschland ist echt überschaubar. So viele gibt's hier gar nicht. Und die günstigste im Moment ist diese hier für 2.700 Euro. Aber das war mir noch zu teuer. Ich habe eine gefunden, die noch günstiger war. Und was ich für meine Planierraupe bezahlt habe, zeige ich euch jetzt. Dazu logge ich mich erstmal kurz ein bei mir hier und gehe mal zu meinen Nachrichten. So, und wie man hier sieht, ich habe eine ähnliche gefunden, wie die, für die wir uns vorhin angeschaut haben. So, ich scroll mal zu der Stelle, wo ich mit dem Verkäufer den Preis ausgemacht habe. Und jetzt sieht man es. Ich habe 2.000 Euro bezahlt. Ohne Batterie. Und ohne die Planierraupe vorher anzuschauen. Ist quasi ein Blindkauf. Aber was soll schon schief gehen? Ja, und da würde ich sagen, machen wir es wie immer. Gucken wir uns die Planierraupe erstmal an. Ne? Die stand 15 Jahre draußen. Und zwar in einem Waldgebiet. Warum auch immer. Irgendwas muss passiert sein. Irgendein Problem muss er wohl gehabt haben, wurde dort abgestellt. Und der Defekt ist auch nicht gerade klein. Nachdem ich den später entdeckt habe, war mir auch klar, warum die Planierraupe einfach abgestellt wurde. Aber dazu später mehr. So, und der Vorbesitzer, der hatte dann die Aufgabe, die Planierraupe, also beziehungsweise den Wald dort, wo die drin stand, sollte der roden. Und beim Roden ist ihm dann aufgefallen, huch, hier steht noch eine Planierraupe.
Naja, und dann, die andere Geschichte kennt ihr ja, hat das bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Und ich habe sie gekauft als günstigste Planierraupe Deutschlands. Ja, und die kommt aus der Ostseeregion. Hier sieht man auch noch überall. Hier ist noch Ostseesand. Zusammen mit Ostsee, ja, irgendwas hier, Gras, irgendwas. Vielleicht hat sie deswegen so gut überlebt, weil halt es dort so sandig ist. Keine Ahnung. Weil an sich, ja, okay, äußerlich ist sie jetzt nicht dahinter, das stimmt. Aber ich würde sagen, der Stahl hier, der ist so dick, der hat es gut überlebt. Also der sieht noch ganz gut aus. Das Fahrerhaus hier natürlich nicht, also das ist durch. Aber ansonsten, so auf den ersten Blick, für 15 Jahre draußen im Wald gestanden und eingewachsen, sieht sie noch ganz gut aus. Ja, und hier muss ich auch noch mal kurz einhaken, denn die 15 Jahre, das stimmt auch nicht so ganz. Es sind eher 35, aber dazu auch später mehr. Gut, ein bisschen Vandalismus haben wir. Ja, haben wir halt leider Leute, die jetzt ein bisschen was zerkloppt haben. Was mich wundert, dass die Scheiben noch okay sind, aber drinnen die Armaturen sind natürlich auch alle zerstört. Das hier hinten ist der Tank. Und hier hinten sieht man auch schon, ich habe eine neue Batterie eingebaut. Ja, weil die Batterie, die drin war, ja, war klar, die war nicht mehr gut. Hier ist noch ein Dieselhahn. Das ist sogar ein Originaler. Okay, gucken wir mal in den Tank rein. Ob der überhaupt aufgeht hier. Oh ja, hier sieht man, der hat schon ein paar Spuren. Ja, hier ist auch irgendeine Schicht drauf. Also ich denke, bevor wir dann eine Runde fahren, müssten wir vielleicht mal erstmal auffüllen. Aber ha, hier sieht man ganz gut an der Tankanzeige. Erstmal sieht man, ist ein 100-Liter-Tank. Hier ist Rost, 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 hier wird es weniger, wird es weniger, wird es weniger. Mit 10 Litern im Tank abgestellt. Ja, kann man ganz gut sehen hier. Also es ist noch was drin. Ich bin die Raupe auch schon ein kleines Stück gefahren. Und zwar vom Tieflader. Hier ist auch sehr schön. Schon ein bisschen Bewuchs, ne? Ich nehme auch mal an, das konnte man früher mal öffnen hier. Hier sind nämlich zwei Scharniere. Oh, ich probiere das mal. Mal gucken, was passiert. Ne, tut sich erstmal nichts. Muss man wahrscheinlich von innen machen. Ja, da drüben ist irgendeine Einstellmöglichkeit von innen. Gucken wir nachher mal. So, gucken wir erstmal auf die Seite hier. Hier sieht man es schon ganz gut. Also das Führerhaus hier, das ist komplett durchgerostet. Also hier geht die Türen hier, kann man durchgreifen. Hier haben sie halt nur normales Blech genommen, ne? Das hat es hinter sich. So, ich habe natürlich immer wieder hier super an der Hecke geparkt. Ich hoffe, die Raupe springt an und dann können wir nachher mal rausfahren. Mal gucken. Hier haben wir ein Antriebsrad. Haben auch wieder schön noch ein bisschen Ostseesand. Und ein bisschen Bewuchs. Tja, ich hoffe, dass das alles soweit technisch okay ist, dass das hier noch funktioniert. Weil so eine Kette, die wird ganz schön was wiegen. Und ich nehme auch mal an, die muss noch gespannt werden. Die hängt nämlich schon ganz schön durch. So, was haben wir hier so weiter? Hier haben wir den Hydraulikzylinder fürs Schiebeschild, fürs Planierschild.
Das ist ja ein richtiges, schönes Planierschild. Ja, und hier haben wir. Hier ist ein bisschen was kaputt. Ich frage mich zwar, wie man das hinkriegt, aber hier ist was abgegangen mit der Kette. Aber ich denke mal, das funktioniert trotzdem noch. So, hier sieht man schon mal einen Teil vom Motor. Ist ein Vierzylinder, natürlich Diesel. Und die Einspritzpumpe, die wurde schon mal ein bisschen überholt, weil nachdem die 15 Jahre nur da draußen stand im Wald, hing die auf Volllast. Und das war natürlich ein bisschen schlecht, ne? Wenn der Motor hier noch mit Vollgas läuft. Also hat der Vorbesitzer die Einspritzpumpe schon mal so ein bisschen überholen lassen, dass das Volllastproblem weg ist. Aber sonst nichts großartig gemacht. Ja, okay, so viel zu der Seite. Ich stehe auch schon auf dem Planierschild hier. Kann man ganz gut drauf laufen. 3 Meter Breite. Aber ich sehe gerade, Mensch, hier vorne, der Vandalismus hat noch nicht zugeschlagen. Die Scheinwerfer sind noch okay. Hier fehlt irgendeine Klappe. Wahrscheinlich war hier mal eine drauf. Hier können wir gleich mal reingucken, ob hier überhaupt noch irgendwas drin ist oder nicht. Geht gar nicht auf. Nein, festgerostet. Ja, Moment mal. Jetzt probieren wir es mal so, ja. Vielleicht muss man hier reindrücken. Nein. Jetzt. Es ist zumindest noch ein bisschen was drinnen, so wie es aussieht. Ganz weit unten. Yeah. Das ist eine schöne Konsistenz, würde ich mal sagen. Ja doch, wenn man ein bisschen rührt, wird es grün. Vielleicht ein bisschen was auffüllen, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay, ist ein bisschen braun hier. Ein bisschen rostbraun. Aber sonst... Immerhin, das scheint noch dicht zu sein. Ja, da können wir es nochmal probieren, mal eine Runde zu fahren hier. Kühler ist IO. Bis auf den Verschluss hier. Obwohl doch, er geht. Ja gut, wenn wir gleich mal dabei sind, könnten wir ja auch mal gucken. Wo ist denn der Ölmessstab? Gucken wir erstmal hier drüben. Vielleicht ist er ja auch hier. Klar, erstmal hier gucken. Nee, hier sehe ich jetzt nichts. Hier ist nur Anlasser und Einspritzpumpe. Gucken wir mal auf die andere Seite. Hier oben ist der Luftfilter. Hier unten der Luftfilter. Der stand bei Abholung voll Wasser. Also hier war alles voll Wasser reingelaufen. Obwohl hier oben was drauf ist. Aber die 15 Jahre wahrscheinlich ist dann doch ab und zu was reingetröppelt. Das habe ich schon ausgetauscht. Da habe ich schon mal ein bisschen Öl wieder reingemacht, weil wenn der Wasser ansaugt, ist vielleicht nicht so günstig. Das wäre schlecht. So, aber ich sehe schon, wir müssen vielleicht mal hier die Klappen hier abmachen. Was haben wir denn hier so? Auch schön. Das sorgt für Elektrikfreuden, wenn ich das hier sehe. Hier scheint auch noch was neu gekommen zu sein. Hier ist ein Gardena-Schlauch. Gardena. Wofür auch immer der sein soll. Ein Gardena-Schlauch. Ja, okay. So, was haben wir hier? Kalium sieht noch ganz gut aus, aber ich denke, wir müssen mal hier die Klappen abmachen. Nur besser rankommen, weil... Hier sehe ich jetzt auch keine irgendwie Öl oder Öldruck oder irgendwas. Okay, so, was haben wir hier? Irgendwas von der Elektrik. Hier ist auch noch ein kabellose. Ah, hier ist gar nicht angeschlossen. Ich nehme mal an, das hier ist der Drehzahlmesser.
Nehme ich mal an. Oder irgendwas anderes, aber es ist gar nicht angeschlossen. Okay, naja. Müssen wir nachher nochmal genauer gucken. Wenn ich die Seitenwände abgebaut habe. Also hier scheinen einige Dinge nicht so richtig angeschlossen. Aber gut, Elektrik. Ich meine, das ist ein alter Diesel, der braucht nichts. Der braucht bloß mal Strom für einen Anlasser und das war's. So, was haben wir hier noch auf der Seite? Das ist das gleiche wie drüben. Auch schön zu sehen. Hier ist massiv. Hier war dünnes Blech. Komplett durch. Ich weiß gar nicht, was hier drunter ist. Irgendwas. Tja. Und hier ist das Hinterrad. Ja. Okay, na gut. Ich würde sagen, gucken wir mal hier rein. Tür geht immerhin noch. Hier scheint mal irgendeine Dämmung dran gewesen zu sein, aber die ist nicht mehr dran. Jetzt gucken wir uns mal erstmal hier an, weil so ein Planierrauber hat natürlich kein Lenkrad, ne? Die hat bloß viele Hebel. Okay, also Hebel 1. Diesmal kenne ich mich sogar ein bisschen aus. Hebel 1. Das ist der hier drüben. Das hier ist die Kupplung. Die Kupplung funktioniert hier mit der Hand. So kuppelt man ein und so kuppelt man wieder aus. Das ist die Kupplung. So, dann haben wir hier noch die zwei großen Hebel. Links und rechts. Das sind die Lenkkupplungen. Also, wenn man fährt und möchte jetzt so ein bisschen lenken und das aber nur ein bisschen möchte quasi. Also wenn man jetzt fährt und möchte nur ein bisschen lenken, ohne dass man jetzt bremst, betätigt man einfach diese Kupplung und je nachdem, welche Seite man zieht, wird dann diese Seite nicht mehr angetrieben. Also da wird dann die Kupplung für diese Kettenseite rausgenommen. Und wenn man dann richtig bremsen will, die Seite, muss man hier unten drücken. Wenn man dann hier eine Bremse für links und hier drüben ist dann die Bremse für rechts. Also wenn man auf der Stelle drehen will, müsste man die Bremse drücken und die Lenkkupplung ziehen, damit die Kette nicht mehr angezogen wird. Also angetrieben. Ich ziehe die Lenkkupplung, dann wird die Kette nicht mehr angetrieben und bremse die Kette noch ab. Dann würde man bloß noch links angetrieben haben und dann könnte man auf der Stelle drehen. So, dann hier in der Mitte ist die Schaltung. Der hat ganz normal 4 Gänge. Eine ganz normale H-Schaltung. 1, 2, 3, 4. Rückwärtsgang hat er nicht. Komme ich aber gleich noch dazu, wieso nicht. Also ganz normal hier die 4 Gänge. Ohne Rückwärtsgang. Weil hier drüben ist der Hebel für vor und zurück. Das ist nach hinten fahren. Und das ist nach vorne fahren. Man kann quasi alle Gänge vor und zurück. Je nachdem, wie man es schaltet. Ja, und dann hat man hier noch das Handgas. Man hier Vollgas, Mittel, leer und aus ist einfach nur wieder hochziehen. Weil man fährt ja eh immer hier mit dem gleichen Gas. Man braucht jetzt hier nicht irgendwie Gas geben oder nicht. Man stellt das Gas ein und so fährt man dann auch. Also ein bisschen anders als beim Auto. So, und hier drüben haben wir noch 3 Hebel. Die zwei äußeren, die brauchen im Moment nicht, weil nichts hinten dran gebaut ist und nur den in der Mitte. Und der ist für das Planierschild vorne. Heben und senken und dann hat er auch eine Schwimmstellung. Da ist das dann ohne Druck vorne und da liegt es einfach nur auf und da kann man schön Platz ziehen. So, dann haben wir hier noch einen Hydrauliktank. Da müsste man eigentlich mal reingucken, spaßigshalber. Geht aber jetzt wahrscheinlich. Nee, geht nicht ohne Werkzeug. Muss ich erstmal Werkzeug holen. Das würde mich mal interessieren, ob da überhaupt noch was drin ist. Ein Hydrauliköl. Ja, dann ist hier der Sitz. Unter dem Sitz ist die Batterie. Und hier hinten sind die Anschlüsse für den Tank. Da wurde Diesel rausgezogen.
Was haben wir hier noch? Hier ist noch eine kleine Werkzeugkiste. Ein bisschen Werkzeug drin. Und dann haben wir hier vorne noch die Armaturen und die Sicherung. Ja, wie ich schon sagte, leider gab es ein bisschen Vandalismus. Die Sicherungen sind noch okay. Aber die ganzen Armaturen, die wurden leider zerstört. Die sind kaputt. Also sieht man nichts mehr. Schade. Hier drüben haben wir dann noch irgendwelche Einstellungen für Scheibenwischer und ja, andere Sachen. Keine Ahnung. Hier drüben weiß ich gar nicht. Was übrigens mega witzig ist, ich habe die Planierraupe abgeladen und bin nur ein kleines Stück gefahren. Und da ist mir erstmal die Scheibe entgegengekommen. Ja, wie man sieht, die Scheibe ist so verrostet gewesen, die Scheibenführung. Ist rausgeflogen. Ja, komplett raus. Also da hat der Rost gesiegt. Die Scheibe, die ist nicht mehr drin. Was mich ja gerade wundert, weil ich es gerade sehe, dass überhaupt bis auf die rechte Scheibe hier, die fehlt. Hier drüben, die fehlt. Aber sonst noch alle Scheiben drin. Das wundert mich. Weil sonst immer, wenn so Vandalismus ist, zerkloppen sie auch die ganzen Scheiben. Haben sie zum Glück hier nicht gemacht. Also das ist schön. Ja, okay. Gucken wir mal. Ich sehe gerade, hier ist auch noch... Hier ist noch was. Hier können wir auch noch reingucken. Gucken, was hier drunter ist. Okay, ist irgendeine. Ist denn hier drunter irgendeine Serviceklappe, irgendwas? Ach, ich vermute, hier drunter ist. Hier kann man das Getriebe oder irgendwas kontrollieren. Hier ist eine große Schraube. Naja, aber wird schon noch was drin sein, hoffentlich. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, schraube ich erstmal hier noch die Platten ab, um überhaupt erstmal zu gucken, ob nicht auch noch Wasser im Öl drin ist. Und dann können wir ja mal kurz anschmeißen. Mal gucken, wie der Sound ist von der Maschine. Ist ein Vierzylindermotor mit, ich weiß gar nicht, ich glaube über 4 Liter Hubraum. Aus irgendeiner russischer Produktion ist das Ding. Und die Planierraupe an sich ist rumänisch. Ja gut, okay. Also dann, ich hole mal Werkzeuge und dann geht's los. So. Steht hier 1985. Das sind ein paar Jahre mehr als 15. Das sind 35. Okay. Vor 35 Jahren das letzte Mal Ölwechsel. Whoops. Das ist krass. Das ist lange her. Ja, dann stand sie länger als 15 Jahre. Das ist natürlich ein bisschen... Gucken wir uns das Öl mal an. Ja, okay. Ja, was soll ich jetzt sagen? Hä? Zumindest ist es... Es ist schwarz wie die Nacht. Und es ist unterminimal. Oder? Nee, ich würde sagen, ist okay sogar. Es wäre bloß mal interessant, ob das überhaupt noch schmiert. Naja, ein bisschen. Aber man merkt, hier sind ein paar
Schmutzpartikel oder sowas drin. Also es ist nicht mehr. Also Ölwechsel muss ich auf jeden Fall mal machen. Das 35 Jahre altes Öl, das ist nicht der Hit. Ich frage mich auch, wozu der Hahn hier ist. Kann bestimmt irgendwas ablassen. Wie krass. Also 35 Jahre altes Öl, das hatte ich auch noch nicht. Geht auch nicht mehr zu hier. Naja. Aber es scheint zu halten. Lassen wir es mal so. 35 Jahre altes Öl. Okay. Also da muss ich mir mal auf die To-Do-Liste schreiben. Neue Ölfilter und neues Öl. So, was haben wir denn noch hier? Also hier der Antrieb. Ich weiß immer noch nicht genau, was das sein soll. Das ist dort an der Lichtmaschine irgendwas neben. Ich denke, das wird der Drehzahlmesser sein. Weil das hier an der Lichtmaschine abgegriffen wird, das wird der Drehzahlmesser sein. Also der ist schon mal nicht angeschlossen. Die Lichtmaschine sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der Keilriemen, ah, der ist am Ende. Aber der muss ja auch nicht viel machen hier. Der muss eigentlich nur, na gut, die Wasserpumpe antreiben. Ja. Die Wasserpumpe und Lichtmaschine. Ja, okay, aber sonst sieht es ja ganz gut aus hier. Jetzt habe ich natürlich gerade was entdeckt hier. Das ist schon krass. Hier ist die massive Aufnahme vom Planierschild gerissen. Also das muss man erstmal schaffen. Guck mal, wie dick das ist. Also ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen was nachschweißen. Und nicht nur ein bisschen was. Also das ist schon immens. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist eigentlich mega, 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 mega dick hier. Aber eingerissen. Das muss man erstmal schaffen. Na gut, so. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und gucken mal, was wir so auf der anderen Seite noch entdecken. Hier muss ich auch erstmal wieder abschrauben. Okay, also hier haben wir die Einspritzpumpe und den Motor so ein bisschen. Okay, also wie gesagt, die Einspritzpumpe, die lief am Anfang nur auf Volllast. Die ist jetzt schon mal so ein bisschen überholt worden. Dass das jetzt wenigstens wieder ordentlich regelt hier. Und ja, der Anlasser, der ist auch neu gekommen. Der andere Anlasser war auch K.O. Also das hat aber schon der Vorbesitzer gemacht, damit die überhaupt erstmal wieder lief. Einspritzpumpe und Anlasser. Perspektivisch werde ich wahrscheinlich hier auf Getriebeanlasser umbauen. Das ist so ein altes Eisenvieh ist hier von Anlasser. Diesen Mist. Was schön ist hier, für die Umwelt, der hat hier so eine Auffangwanne. Also wenn der Motor so ein bisschen undicht ist, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier, da ist unten eine Auffangwanne, also Öl geht hier nicht in die Umwelt. Ja, okay, und da würde ich sagen, ich denke, wir können es ja mal probieren. Ob sie anspringt und wie sie läuft. Ich baue das bloß erstmal wieder alles dran. Dann gucken wir mal nach der Batterie. Ja, dann gucken wir mal, ob die alte Planierraupe hier, ob die noch läuft oder nicht. Und ob mir die Scheibe noch weiter entgegenkommt oder ob die Scheibe wenigstens jetzt mal hält. Aber ich glaube, perspektivisch ist es besser, wenn ich die Scheibe ganz rausnehme. Weil, also, das Fahrerhaus hier, das war's. Das ist komplett durch. So, dann würde ich sagen, probieren wir mal einen Startversuch. Halt, Moment! War da nicht noch so ein größerer Defekt, weswegen die Planierraupe damals abgestellt wurde?
Ich glaube schon. Und den habe ich mir jetzt auch nochmal genauer angeguckt. Ich habe mir auch nochmal den Defekt ein bisschen näher angeguckt, der auf der anderen Seite ist. Also wenn man nämlich hier guckt, bei dem Antriebsrad, da kann man hier noch locker eine Hand dazwischen halten. Da ist noch Platz. Also das steht schön gerade ordentlich drin. Wenn wir jetzt nämlich mal auf die andere Seite gucken, sieht man, das ist schief drin. Hier passt nicht mal mehr ein Finger dazwischen. Also das hat es richtig schief gedrückt hier. Deswegen ist hier jetzt Abstand und auf der anderen Seite nicht. Also das ist jetzt nicht mehr gerade hier drin, sondern schief. Ich werde trotzdem mal 2-3 Meter damit fahren. Weiß nicht, interessiert, ob es vielleicht trotzdem noch geht. Wo ich sehe, hier unten sehe ich gerade, da reibt es auch schon an der Laufrolle. Da haben auch schon Schleifspuren. Genau, da unten an der Laufrolle, man sieht es zwar jetzt schlecht, da sind auch schon Schleifspuren. Also das Antriebsrad hier ist leider jetzt extrem schief. Ich hoffe, es geht noch für ein paar Meter vor- und zurückfahren. Ansonsten haben wir ein Problem. Und jetzt wissen wir auch, warum die Raupe damals abgestellt wurde. Einfach so im Wald. Weil mit diesem Defekt kann man eigentlich nicht mehr weiterfahren. Aber egal, ich werde es trotzdem probieren. Das Teil hier noch läuft. Ich hoffe es ja, weil eigentlich lief es ja noch, als ich es abgeladen habe. Hier hinten ist übrigens die Batterie drin. Die ist unterm Sitz. Mal den Sitz erstmal wieder irgendwie reinwuchten. Mal gucken, ob hier sicher was tut oder nicht. Okay. So. So sieht's ja aus. Hier haben wir die Lenkkupplung. Kupplung allgemein. Und hier unten die Bremsen. Hier drüben haben wir vor und zurück, ne? Und hier unten ist der Ganghebel. So. Gut. Da würde ich sagen, starten wir mal. Folgendes. Achso, es gibt noch einen Eselhahn. Den müssen wir aufmachen. Gut. Aber wollen wir mal gucken, ob sich hier was tut. Guck mal, das Ding. Gang ist raus. Naja, fast. Der Starter mag nicht so richtig. Na, jetzt hat's. Scheiße. Tut sich gar nichts mehr. Okay. Wollen wir einen Booster. Ich vermute, es ist nämlich ein elektrisches Problem. Der hat noch 72%. Natürlich ein bisschen räudig hier anzuschließen. Aber vielleicht schaffen wir es. Muss ich bloß mal ein Stück vorrutschen hier. So. Wenn ich den anschließe, zeige ich ihn einfach mal. Oder mal später. Jetzt erstmal gucken, ob die Karre hier anspringt.
Okay. Also der Booster hat gerade gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Die Kabel sind noch richtig heiß geworden hier. Okay. Der kann nicht mehr. Scheiße eigentlich, weil. Kann nicht sein, dass die Batterie leer ist. Das war eigentlich eine relativ gute hier. Na gut, dann müssen wir erstmal die Batterie messen. Was die noch sagt. Also der hier. Der Booster hier, okay, der ist ein bisschen heiß geworden. Riecht auch ein bisschen schmorig, aber mal sehen, ich habe ja noch Garantie drauf. So zeigt er auch noch was an. Kacke, ey! Und die Kabel sind recht fest hier. Ja. Können wir es sonst bloß noch als Stotz probieren? So ein paar Stoppkabel hier. Ah, jetzt blinkert er wieder, jetzt kann er wieder. Jetzt hat er wieder Bock. Oder auch nicht, mal gucken. Ach, shit. Nee. Okay, brauchen wir erstmal Starthilfe. Springt nicht an. So, nächster Versuch. Diesmal mit Startbooster. Jetzt schon ein bisschen eng geworden hier. Aber es reicht ja erstmal, wenn der Motor läuft. Tja, Vorglühen oder so gibt es hier nicht. Probieren wir es nochmal. Achso, müssen wir auf Start drücken? Scheiße, der Starter ist kaputt. Der Starter hat keinen Bock mehr. Kacke. Ne. So wie es aussieht. Hängt der Starter, kacke. Da hilft auch Power ohne Ende hier nichts. Starter keinen Bock mehr hat, bringt es nicht an. Können wir nochmal hier so. Tja, was machen wir jetzt? Starter mal ein bisschen beackern. Oh, wir brauchen erstmal einen neuen. Oh, jetzt hat es schon kurz mal gezischt hier. Tja, ich denke, der Starter hat keinen Bock mehr. Sieht schlecht aus. Könnt ihr noch mal kurz packen irgendwie hier? War es mal so kurz wie. Ah, shit. Jetzt war es mal kurz wie ich springe. Ah, nicht will. Na gut. Letzter Versuch. Was mich nur nervt ist, wohin ging es doch? Na gut. Dann baue ich jetzt mal den Anlasser aus. Okay. Kommen wir mal zum Fazit. Vom ersten Überblick.
Das eine Antriebsrad ist total am Arsch hier, das Lager. Das Kettenrad steht total schief. Der Anlasser ist im Arsch. Wenn er mal dreht, dreht er schon frei. Hier an den Zehen sieht man es. Total abgenutzt. Problem ist, wenn man hier reinguckt, das Anlasserritzel hier, also das Schwungrad dort sieht jetzt auch nicht viel, viel besser aus. Aber ich hoffe mal, das ist jetzt bloß ein bisschen angegriffen durch den Kack hier. Dass wenn ich einen besseren Anlasser habe, der riecht komplett rein, der komplett reinrührt, der scheint ja irgendwie nicht richtig reinzurücken. Irgendwie hat er ein Problem. So, also das ist im Arsch. Beziehungsweise, also das ist kaputt. Könnt ihr auch mal ordentlich reden. So, dann der Rest hier, das geht noch soweit. Hier werde ich zwei neue bestellen. Die werde ich mal machen. Die Einspritzpumpe ist schon gemacht worden. So, hier fehlt noch eine Klappe. Hier drüben ist Elektrikprobleme ohne Ende. Also Elektrik hier funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Ich habe nämlich mal hier aufgeschraubt und reingeguckt. So, Achtung. Ja, wenn man das sich nämlich mal hier anguckt. Ich habe das mal aufgeschraubt. Das ist mir gleich entgegengekommen. Betriebsstundenzähler. Der war nicht mal mehr angeschlossen. Also selbst wenn den jetzt keiner zukloppt hätte, da ging eh nicht. Ja. Noch der Anschluss dazu ist hier, naja, egal, gut, der ging eh nicht. Dann hier, das hier ist wenigstens angeschlossen, aber hier geleuchtet hat hier gar nichts. Dann, was ich mal neu machen werde auf jeden Fall, ist Öldruckanzeige und Temperatur. Das ist hier, das ist Temperatur, das ist Öldruck. Die sind auch kaputt, die Instrumente. Und daneben, Batterie ist auch kaputt. Ja, geht gar nichts mehr. Also hier die Elektrik braucht komplett neu. Obwohl man sagen muss, wenn man sich jetzt mal hier die Sicherung anguckt, die sind noch okay. Komischerweise. Naja, so, gut, okay. Also so viel zum momentanen Stand. Fahren haben wir heute leider nicht geschafft. Wo ich sagen muss, am Anfang ein bisschen Rauch kam ja aus dem Auspuff. Also vielleicht wäre sogar angesprungen, wenn die Batterie mehr Saft gehabt hätte. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, die Verkabelung scheint nicht dahin zu sein. Also die Verkabelung von der Batterie mache ich auch noch neu. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Für heute ist erstmal Schluss. So, Tag 2. Ich habe ein Paket bekommen, einen neuen Anlasser. Ja, und da würde ich sagen, bauen wir den mal ein. Hoffentlich läuft die Planierraupe dann. Ihr gesehen habt, ich habe es geschafft. Der neue Anlasser ist drin und verkabelt. Ich würde sagen, der ist auch irgendwie rumänische Produktion. Ich habe auch keine Ahnung, was hier drauf steht, aber bestimmt Achtung, noch maximal 10 bis 15 Sekunden laufen lassen und 30 Sekunden abkühlen. Würde ich jetzt mal vermuten. Eigentlich für ein C-Tor steht hier drauf. Aber passt. Ich hoffe nur, dass er auch geht. Gut, dann würde ich sagen, ja, die alten Dieselfilter und Ölfilter lassen wir jetzt erstmal drinnen. Wir probieren es jetzt erstmal so, ob die noch läuft. Und dann fahre ich erstmal ein Stück vor und zurück. Und dann, wenn das soweit läuft, kümmere ich mich um den Rest. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. So, ja, bevor es richtig losgeht, bevor wir starten können, erstmal nochmal wieder Batterie einbauen. Ich habe wieder meinen Batteriebooster mit, diesmal den hier. Mal gucken, ob es dann die kleine Batterie hier auch schafft. Wenn da so ein Booster dran hängt. Bin gespannt. 79%.
Dinge dran machen. So. Aber okay, bauen wir erstmal die Batterie ein. Und gucken wir mal, ob die kleine Batterie das schafft. Halt, Moment, wir können noch nicht starten. Die Anzeige für den Öldruck, die wollte ich doch noch tauschen. Um zumindest zu gucken, ob der Motor auch noch Öldruck hat. Nicht, dass die Raupe damals abgestellt wurde ohne Öldruck. Also tausche ich jetzt erstmal noch die Anzeige für den Öldruck und dann geht's los. Ja, und jetzt, ich hab's ausgebaut. Das ist das alte. Bisschen Patina, würde ich sagen. Aber geht leider nicht mehr. Und das ist gleich mal das Neue. So sah es früher mal aus. Obwohl ich sagen muss, nein, ich glaube nicht. Das ist ein anderer. Hier sind zwei Schrauben. Hier sind keine Schrauben. Ansonsten, die Beschriftung ist eigentlich fast gleich. 3, 4, 7. Aber die Schräubchen dort sind anders. Aber ansonsten scheint es die gleich zu sein. Ich habe gerade mal probiert, der Anschluss ist ähnlich. Na gut, bauen wir es mal ein. Ich habe es geschafft, ich habe es eingebaut. Sieht richtig cool aus. Neben den anderen verfallenen Instrumenten. Hier, das fehlt. Das liegt unten. Da habe ich noch kein neues gefunden. Muss ich mal schauen. Also das war ist der Drehzahlmesser, glaube ich. Hier ist das neue Instrument. Und daneben sind die ganzen alten kaputten. Sieht schon cool aus. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich hoffe, es zeigt was an. Aber wenn es nichts anzeigt, dann muss ich leider abbrechen. Da kann ich noch nicht weitermachen. Weil wenn es nichts anzeigt, dann ist entweder irgendwie die Leitung kaputt oder der Motor hat keinen Öldruck und das wäre schlecht. Dann können wir nicht weitermachen. Also, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Stoppversuch. Gucken, ob er Öldruck hat. Und wenn er Öldruck hat, fahren wir ein Stück. Ready to go, Stoppversuch. Erstmal ohne Stoppbooster. Dings haben wir. Vollgas habe ich eingestellt. Kupplung haben wir gelöst. Guck mal, was es sagt. Ich bin gespannt. Nichts. Hier. Irgendwas hat gebrutzelt. Naja. Lass mal auf Fehlersuche gehen. Es hat bloß kurz Pst gemacht und dann hat es aufgehört. Okay, also erstmal Troubleshooting Nummer 1. Die Klemmen hier sind total räudig. Mal geguckt hier, die sind innen drinnen total rau. Schlechter Übergangswiderstand. Die Kabel genauso. Das ist wahrscheinlich schon mal neu gekommen, das ist schon ein bisschen besser. Aber das Kabel hier ist der absolute Oberhit hier. Ausgehärtet und hier ist total korrodiert. Ich habe nämlich mal durchgemessen. Hier an der Batterie waren noch 12 Volt und von den 12,5 Volt, die hier an der Batterie anlagen, kam 0,4 Volt vorne am Anlass an. 0,4. Das ist schon ein harter Verlust. Und hier oben habe ich durchgemessen, an den Klemmen ging es los. Da ging es los mit einem großen Verlust. Da waren auch bloß noch 1 Volt. Also das Kabel ist nicht das Problem an sich gewesen, sondern die Klemmen und die Kabelenden hier eher. So, dann machen wir jetzt mal neue Klemmen dran und versuchen mal die Kabel hier ein bisschen blank zu schleifen. Und dann nächsten. So, okay. Kabel neu, Klemmen neu. Also Kabel zumindest angeschliffen. Jetzt kommen auch die 12,6 Volt, die aus der Batterie rauskommen, vorne an. Also können wir jetzt einen neuen Startversuch probieren. Wo ist denn der Sitz? Ja.
Gut, nächster Startversuch. Batterieklemm neu. Verkabelung verbessert. Bisschen Gas geben. Dings haben wir. Nur ein Stromproblem. Ach so. Wildkurt zeigt nicht an. Das ist halt die Frage. Ach so. Weißt du, warum die jetzt ausgeht? Weil die noch ein Duel. Ja. Wollen wir es trotzdem probieren, ohne Öldruck? Vielleicht bist du die Leitung. Ja, also weißt du, komm, wir fahren das Stück jetzt. Steht sie wenigstens safe und dann kann ich dort in Ruhe basteln. Ich hier mit der Dornhecke mir alles hier kaputt mache. Du bist ja übrigens später auf dem Video, wenn du jetzt hier stehst. Ja, na los. Sein Öldruck. Ja. Kommt! Der Öldruck kommt! Da hat sie wirklich am Anfang keinen Öldruck. Jetzt ist sie bloß komplett leer gelaufen wahrscheinlich. Geht aber schnell. Hat sie. Müssen wir mal pumpen. Das ist hier drüben. Aber die läuft aber schnell leer. Bei meinem anderen ist das. Da läuft ja bestimmt noch eine halbe Minute oder Minute, bis der leer ist. Habe ich auch schon oft vergessen. Ja. Aber sehr schön, der Öldruck kommt. Jetzt muss bloß noch das Kettenrad halten. Beim Losfahren.
Genau, noch ein Stück. Ja. Öldruck ist auch da gewesen. Qualmt ein bisschen, oder? Was qualmt denn? Ach, das ist bestimmt hier, was ich meinte, der Zylinderkopfdichtung. Weil die so lange stand. Genau, dort super. Ja, siehst du es? Mhm. Das habe ich auch schon oft. Bei den alten Dingern, wenn die lange stehen, ist meistens die Kopfdichtung ein bisschen. Aber weißt du was? Gebe ich einfach ein bisschen mehr Öl rein. Schön, wir haben es geschafft. Ja, falling alone.